Servus, herzlich willkommen zurück zu Flug zur Karibik, Pirates of the Caribbean auch genannt. Und ich habe letztes Mal diese Höhle gefunden, was mich sehr verwirrt hat, denn ich dachte, ich wäre auf diesen Dschungelwegen schon überall gewesen. Ah, ein Verlies, ein weiteres Verlies. Da dürfen wir uns also freuen. Oh, und es ist von der Marke Labyrinth. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was wir hier so finden werden. Wir haben ja bis jetzt in den anderen zwei Verliesen immer Waffen gefunden. Und ich hoffe mal, dass wir das hier auch werden. Dann laufe ich mal hier lang. Ob das jetzt übersichtlicher ist wie das letzte, weiß ich nicht genau. Es wird bestimmt nicht leicht, sich zu orientieren. Hallo, mein Freund. Ich glaube, es ist ein Wunschtraum, dass hier nur immer ein Skelett sein wird. Ui, ich sehe schon, wir werden uns hier vielleicht echt verlaufen. Oh Gott. Und es wird dunkel. Es wird schon dunkel. Das wird echt... Das kann lustig werden hier. Aber dann wissen wir schon mal, wo Verliese sind. Wo sind wir denn jetzt? Ja, ich habe jetzt noch keine Orientierungspunkte. Nicht so viele. Ich laufe. Mir bleibt eigentlich nur übrig, so ein bisschen hier rumzulaufen. Da hinten steht wer... zu einer Sackgasse. Oder bin ich hierher gekommen? Das ist die Frage. Wenn wir da hinlaufen, wo Skelette stehen, liegen wir sicher nicht so falsch. Oh Gott. Ja, alles klar. Kennt ihr euch noch aus? Ich mich nämlich nicht mehr so. Ich werde mal zurücklaufen und zum Knochenklaus hin. Hoppla. Nein, wir haben uns irgendwie verbuggt. So, jetzt. Bisschen mehr Geld für unser Schiff wäre natürlich schön und auch eine andere Waffe. Eine bessere, obwohl die ist schon ganz gut, muss ich sagen. Aber ich hätte jetzt echt nichts dagegen. Nicht. Ah, wir haben ihn getroffen, doch. Und da ist etwas, das wir plündern können. Zwei Heiltränke. Ja, immerhin. So. Da ist eine Rampe, da ist eine Rampe. Gehen wir mal hier entlang. Hier sind wir reingekommen. Und dann sind wir in die andere Richtung gelaufen. Oh, das wird ein Spaß werden hier, ich sag's euch. Oh, da haben wir Glück gehabt. Der war sehr nah dran. Und hat das nicht sehr überlebt. Das könnte man sich merken, wenn es da nicht diesen, so einen Eimer und eine Leiter... dir. Wo sind die Schätze? Bis jetzt haben wir ein Fässchen gefunden. Aber dieses Bergwerk scheint gar nicht so... Ja, ich vermisse die Sachen noch. Den Jackpot. Sehr schön, so kann das mal laufen. Pistole ist sehr gut auf nahe Distanzen. Macht auch irgendwo Sinn, aber... Wenn die schon ein paar Meter weg sind, dann haben wir echt schon fast kaum... Oh, oh, oh. Alles klar. Ich glaube, dem haben wir doch die Mittel gehauen. Ah, hier sind mal richtig viele. Vielleicht heißt das ja, dass wir schon nah an einem Schatz dran sind. Oder an irgendwas Plünderbarem. Ist noch was? Du findest Mischung. Interessant. Oh, da war noch was. Oh, da war nichts drin. Oh, Glück gehabt. Der hätte uns beinahe erwischt. Ich schau mal hier hinter. Hier, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schade. Ich glaube, eine Mischung heilt und
entfernt auch das Gift. Ich weiß bloß nicht, von was wir vergiftet werden können. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Halt, Moment, war da was? Nee. Da habe ich mich getäuscht. So. Gott. Also das erste Verlies hat mir besser gefallen. Das war übersichtlicher. Die Frage ist auch, wo wir hin müssen. Oder wo, wenn hier was ist, wo... Ich folge mal diesen Holzplanken hier. Ich bin mir fast sicher, dass hier auch irgendwo eine Waffe auf uns wartet. Oder irgendein Gegenstand, den man vielleicht so nicht bekommt. Sind wir schon hier lang gelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Ich laufe mal. Das Fässchen haben wir gelootet. Ja. Ich laufe mal diesen Planken nach. Oh, hallo. So, weg mit euch. Und dann schauen wir da. Oh, oh. Ja, das sieht gut aus. Findest Chromschwert. Okay. Vielleicht verkaufen das auch die Händler. Ich bin mir nicht sicher. Ach ja, wir müssen wieder das wegstecken. So, und dann schauen wir doch mal, wie gut dieses Krummschwert ist. Das macht 16, 21. Stich 20, Block 20. Und dann haben wir hier irgendwo ein Krummschwert. Wow, das hat weniger Block, aber es hat sehr viel Stich und es hat sehr viel mehr Schaden. Eine schwere Waffe, perfekt zum Zerschneiden von Gegnern. Handliche kleine Stücke. Ja, das nehmen wir doch mal. Ich weiß, es hat weniger Verteidigung, aber es hat auch viel mehr Wumms. Und ja, da ist mir das wert, muss ich sagen. Da ist mir das wirklich wert. Und dann würde ich, glaube ich, schon wieder den Ausgang suchen. Ich glaube, hier gibt es vielleicht noch eine oder die andere Stelle zum Looten, aber ich weiß nicht, ob ich die Dinge alle finde. Deswegen würde ich sagen, weg mit dir. Und tschüss. So, deswegen würde ich sagen, suchen wir den Ausgang. Nehmen auf dem Weg noch alles mit, was wir können und machen uns Richtung Ox Bay auf. Ja, ich freue mich, dass wir das jetzt gefunden haben. Haben wir dem Schaden gemacht? Ja. Sehr schön. Ja, es hat schon ein bisschen mehr Wumms. Das stimmt. Das kann ich auch gut gebrauchen irgendwie. Und tschüss. In dem einen Haus haben wir eh schon einen Jackpot an Gegenständen und so gewonnen. Ich hoffe, dass nicht noch eine zweite Waffe hier drin ist, die wir jetzt übersehen, aber das war schon sehr gut. So, jetzt muss ich bloß auch wieder den Ausgang finden. Könnte es hier gewesen? Ja, hier ist es. Sehr schön. So. Und raus mit uns. Keine Gegner hier. Sehr schön. So muss das. So, es wird auch langsam Abend. Wir sollten schauen, dass wir in die Stadt kommen. So, wo sind wir denn hergekommen? Ich glaube von da hinten. Ja, hier müsste es weitergehen. Die Insel ist also doch größer als gedacht. Stecken wir das mal weg, nicht, dass wir Probleme bekommen. Wir sollen ja die Stadt infiltrieren und ich hoffe, die stellen auch keine Fragen, wenn wir jetzt einfach aus dem Dschungel in die Stadt kommen. Oh ja, das muss es sein. Ich bin einfach neugierig und ich werde mal kurz diesen Weg noch lang gehen, um zu schauen, wo wir da hinkommen. Das muss ich jetzt noch kurz schauen. Ich weiß gar nicht, ob es hier Schnellreise gibt. Ich bezweifle es aber. Ach doch. Aber wir können nichts auswählen. Sehr schön. Oh, nicht schon wieder. Wisst ihr was? Den hier. Der hat auch einen Krummschwert, glaube ich. Und weg ist er. Oh, das geht gut. Komm. Oh, das mag ich. Ich mag das Krummschwert. Hm, diese Felszähne hier kommen mir neu vor.
schauen, ob wir hier noch irgendwas finden können. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Was bist du denn? Eine Eidechse. Oh, wie nett. Ein anderer Strand. Interessant. Können wir hier eine Schnell... Nee, können wir auch nicht Schnellreise machen. Schade, schade. Ich gehe mal die Felsen noch ab. Ich meine, ein Diamant bringt uns unserem Schiff schon näher, wenn wir da sind. Oder wenn wir da noch was finden sollten. Aber diese Plätze, die Verstecke sind ja auch nicht immer mit Sachen besetzt, muss man sagen. Ein sehr kleiner Strand, aber immerhin. Oh, da ist was, da ist was. Heilendes Elixier, sehr schön. Ich glaube, an diesen Stränden können wir damit auch mit unserem Schiff landen. Also ich glaube, wir müssen gar nicht immer am Hafen festmachen. Wir können auch hier festmachen. So. Und wir sagen, auf nach Oxbay. Dann wissen wir, dass wir hier jetzt noch einen Strand haben in der Nähe von Oxbay. Natürlich seid ihr wieder hier. Ich will gar nicht mehr mit denen reden. Wir legen die einfach um. Es ist auch ziemlich klar, was die im Schilde führen. Oh, der hat uns erwischt, aber ganz böse, ey. Boah, das war knapp. Das war wirklich knapp. Vielleicht können wir in der Taverne übernachten, wer weiß. Ich hoffe es mal. Oh, hier sind keine Gegner mehr. Aber die Musik ist noch. Ich hoffe, die wollen mich jetzt nicht hier irgendwie... Ich speichere mal noch nicht, weil ich nicht weiß, wie die jetzt reagieren. Nicht, dass das... Ja, schauen wir einfach mal. Okay. Fort mit euch, Garçon! Hey. Habt... Irridan, halt, gebt euch zu erkennen. Was, warum sollte ich das tun? Ich bin nur ein einfacher Seemann. Ich wohne in Greenford auf der anderen Seite der Insel. Dann sind wir aber Engländer für die. Ja, das ist das Blödste, was wir machen können, glauben. Nathaniel Locke, ich diene England und habe ich Franzosen heiß zu sagen. En garde. Ich wohne in Green. Sollen wir das machen? Was, warum sollte ich das tun? Diese Stadt ist nun eine Kolonie Frankreichs. Jeder, der die Stadt betreten möchte, wird zunächst befragt. Sollte dabei ein Spion oder Saboteur enttarnt werden, haben wir Anweisungen, ihn festzunehmen. Hm. Das sagen wir mal nicht. Dann hört mir nun gut zu. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Kommandanten der Schwadron. Lasst mich durch und Bericht erstatten, sonst werdet ihr es sein, der festgenommen wird. Ihr habt also eine Nachricht für unseren Kommandanten. Hm, dann sagt mir, wie lautet der Name des Kommandanten? Nun. Angriff. Oh Mann. Ja, da haben wir uns ein bisschen vertan. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, man wird uns jetzt hier nicht innen Probleme bereiten. Ah, okay, alles klar. Oxbay hat uns wieder. Ich mache einen neuen Speicherstand. Nur für den Fall, dass das jetzt nicht so gut war. Oh, der Laden. Die ganzen Sachen sind schon zu. Es scheint nach der Ausgangssperre zu sein. Oder wahrscheinlich irgend sowas in der Richtung. Im Moment. Da war gerade eine Hand. Oh, da ist ein kleines. Kleiner Heiltrank. Auf in die Taverne mit uns. Wie meinen Sie, Sir? Ja, das Publikum hat sich leicht verändert. Hey, du kennst uns doch noch hier. Bin so nix zu gebrauchen, wenn ich mein zweites Frühstück nicht kriege. Oh, hallo, Nathaniel. Ich möchte etwas mit euch reden, wenn ihr die Zeit habt. Sicher, was wollt ihr wissen, Captain Nathaniel? Ich würde gern wissen, wie die... Halte die Klappe, Mann. Ich würde gerne wissen, wie diese Bevölkerung über die hier stationierten französischen Soldaten denkt. Die Franzosen, was meint ihr wohl, wie wir von ihnen denken? Zuerst versprechen sie, dass niemand zu Schaden kommt und dann plündern sie die halbe Stadt. Die arme Mildred müsste um ihr Leben rennen. Und ihr Vater wurde niedergestochen, während hier also sich widersetzte. Das ist schlimmer, als ich dachte. Sagt mir, würdet ihr gerne wieder die englische Flagge über Oxbay wehen sehen?
Captain, ich bete um den Tag, an dem wir diese Invasoren endlich von der Insel herunter ins Meer gestoßen werden. Sie trinken gallonenweise meinen besten Rum und mein Bier und ich wage nicht einmal nach Bezahlung zu fragen. Dann freut es euch vielleicht zu hören, dass ich auf Befehl von Sir Robert Christopher Sylhet zu euch komme. Der Gouverneur von Redmond sei doch lautweise, also von dem Angriff ja. Warum hebt er sich ja nicht von seinem so gut gepolsterten Thron und erobert die Kolonie zurück? Alles zu seiner Zeit, vorerst sammle ich Informationen über Frankreichs Pläne. Ja, ich verstehe, warum ich irgendetwas zu tun. Wenn ich irgendetwas tun kann, um euch bei eurer Mission zu unterstützen, so lasst es mich wissen. Was ist nun in der Stadt los? Praktisch gar nichts. Ein Großteil der Bevölkerung versteckt sich, entweder in ihren Häusern oder draußen im Dschungel. Die Franzosen haben Wachen am Stadttor postiert, aber täglich gelingt es einigen Bürgern, sich an ihnen vorbei aus der Stadt zu schleichen. Was die französischen Soldaten angeht, die betrachten diese Besatzung scheinbar als ihr eigenes verrücktes Fest. Die meisten von ihnen sind die ganze Zeit betrunken. Weiterhin sind sie knapp an Arbeitskräften. Die Befehlshaber der Flotte heuern mehr und mehr Matrosen an. Die Bezahlung ist recht gut, habe ich gehört. Aber um bei der Sache zu bleiben, Sir Nathaniel, dies könnte auch der rechte Augenblick sein, einen Spion zu den Franzosen zu schicken. Ein guter Wirt bekommt vieles mit. Vielleicht hat er ja einige Informationen über die Franzosen und ihre Pläne aufschnappen können. Nun ja, es mag vielleicht nichts bedeuten, aber letzte Nacht redeten zwei betrunkene französische Offiziere über ein Schiff, auf das sie warten müssen. Es soll vollgeladen mit Munition sein. Sie schienen zu hoffen, dass es bis zu seiner Ankunft noch ein wenig dauert, damit sie auch weiterhin ihr Fest auf Kosten unserer Stadt genießen können. Mir scheint es wahrscheinlich, dass die Flotte die Anker lichten wird, sobald diese Munitionslieferung angekommen ist und sich dann im nächsten Schritt in das Kampfplan widmen wird, wie auch immer der aussehen mag. Danke, das sind genau die Informationen, die ich brauche. Das freut mich zu hören. Wenn ich noch andere nützliche Dinge mitbekomme, werde ich es euch auf der Stelle wissen lassen. Sobald diese Schweine besoffen sind, plappern sie los wie bei einem Nähkränzchen. Wenn sie schon nicht mit dem Gold für mein Bier bezahlen, dann sollen sie es mit Informationen tun, ob sie es nun wissen oder nicht. So viel ein betrunkener französischer Soldat ist so viel wert wie ein Spion, was? Das ist trefflich ausgedrückt, Sir Nathaniel. Wenn ihr nun hören könntet, was ihr nachts vor sich geht. Vielleicht kann ich etwas daran hören. Mit eurer Hilfe. Ihr habt eine Idee? Ich stehe zu euren Diensten. Mein Plan ist recht einfach. Seht ihr diesen Franzosen da drüben? Kennt ihr ihn? Sicher, er ist ein Offizier der französischen Fregatte. Wenngleich kein besonders guter. Er verbringt die meiste Zeit hier. Perfekt. Und seid ihr bereit, etwas Gold in die Befreiung von Oxbay zu investieren? Gold? Sir Nathaniel, ich fürchte, jetzt kann ich euch nicht folgen. Es ist ganz einfach. Ich werde mich jetzt zu diesem Mann setzen und ihr werdet ihm servieren, was immer er wünscht. Wein, Bier, Rum. Wir werden ihn betrunken machen und ich werde nach nützlichen Informationsfetzen angeln, die in seinem Kopf herumschwimmen. Aber Sir Nathaniel, ich bin doch fast schon bankrott. Wer wird für all die Getränke bezahlen? Ich bin bereit und willens, zur Befreiung von Oxbay beizutragen, doch nennt einen Preis, den ich bezahlen kann. Hört, Gouverneur Sylhet wird euch eure Aufwendung gerne erstatten und noch etwas für den Ärger drauflegen. Ja, kommen wir mit dem Gouverneur. Wenn der uns schon schickt, der hat doch die Kohle. Glaubt ihr wirklich, er wird mich belohnen, Sir? Also gut, ran ans Geschäft. Ich wusste doch, dass wir einer Meinung sind. Nun behalt euch und bringt die Getränke. Interessant. Okay. Die sagt uns bloß, dass wir uns noch erholen können. Ich speichere nochmal. Nicht, dass wir jetzt verkacken. Oh Gott, welche? Bist du so gemeint? Peter Black, Sir. Nein. Nein! Ich habe gesagt, ich trinke an mit. Das wollte ich nicht. Ha, so gefällt's mir. Gib dir mir jetzt einen aus. Gewiss doch, willkommen. Oh, starkes Zeug. Pust, Keuchröckel. Köstlich. So, jetzt muss ich aber. Man sieht sich. Okay. Da haben wir den falschen was ausgegeben. Fort mit euch, Garçon. Ja, das ist der richtige. Valentin Massoni. Was wollt ihr? Mein Name ist Lamborghini Hawk. Oh yeah, mir ist egal, wer euer Name ist. Ihr belästigt mich. Braucht ihr etwas? Wenn nicht, dann verschwindet. Ich möchte auf einem Schiff arbeiten. Sehe ich etwas aus wie ein Mart? Geh zum Dock und sprich mit den Leuten dort. Ich habe in meiner gemeinen Abschaum nichts zu tun und jetzt verzieht euch, ich will hier meinen Spaß haben. Nein, wartet, ich will kein einfacher Matrose werden. Deswegen bin ich zu euch gekommen, Captain. Ich verstehe, also, an welchen Boss denn hattet ihr gedacht? Nun, schon so viele haben gesagt, ich wäre ein hervorragender Navigator. Wirklich? Ey, warum habt ihr das nicht gleich gesagt?
Welch ein Glück. Mein Navigator wurde während des Angriffs auf Oxbay getötet. Und seitdem suche ich einen Ersatz. Und wenn ihr mir einen Drink spendet, seid ihr so gut wie angehört. Noch eine Runde. Fort mit euch, Garçon. Und der Navigator muss genaue Karten all unserer Routen... verzeiht, aber könnten wir die Scheiß des Postens später besprechen? Jetzt solltet ihr mir beim Feiern helfen und von eurem Schiff erzählen. Großartige Idee auf euren neuen Posten. Merum, geht morgen früh zum Hafen und fährt nach der Aurora. Und wann stehen wir in See? In See? Ah, sobald das Boot, Munition kommt, aber nichts verraten. Niemand darf von diesem Schiff wissen. Aber sicher doch. Das klingt schon besser. Bringt mir noch einen Becher Rum. Gut, Zeit aufs Schiff zu gehen. Was für eine öde Stadt. Es gibt kein einziges Bordell. Sir, lass uns noch einen trinken und dann... Und was? Auf euer Wohl, Navigator. So, was wolltet ihr sagen? Klinge herum wie mit einer Obstmesse. Nur, dass ich meine Tante vermissen werde. Sie lebt ganz in der Nähe, nicht weit von der Stadtmauer. Ich verstehe. Wollt ihr euch von mir verabschieden? Vergiss es. Begleitet mich zum Schiff. Und ich werde auch ihre Töchter sehr vermissen. Sie müssen nach all der Zeit wirklich feine junge Damen geworden sein. Warte da. Vielleicht solltet ihr sie besuchen. Ja. Lass uns sofort gehen. Ja, Sir. Da haben wir ihn ganz schön angeschmiert. Wenn ihr brecht in unser Gesetz, euch kann kosten die Kopf. Halt, Monsieur, wohin des Wegs? Der Captain und ich wollten ein bisschen spazieren gehen. Zu dieser Stunde, das finde ich recht seltsam. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt ihr doch selber. Fort mit euch, Garçon. Auf dem Weg, mein Freund und ich werden da meinen Besuch abstanden. Da haben wir ihn sauber dran gekriegt und es scheint noch zu funktionieren. Die sind ersetzt worden. Weg von der Tür nur. Weg von dieser Tür. Wir werden gleich nach links gehen, denn da ist das ist der Weg nach Greenford. Fort mit euch, Garçon! Wo wart ihr? Lasst uns gehen. Ich komm schon. Fort mit euch, Garçon! Wartet, wohin gehen wir? Ich sehe hier draußen nur Dschungel. Ihr habt recht, halt wehe. Warum? Damit ihr mir alles erzählen könnt, was ihr über das Schiff mit dieser Munition wisst. Was? Ihr seid kein Navigator, oder? Ihr seid ein englischer Spion. Ihr begreift schnell. Ungeheuerlich, Betrüger, von mir werdet ihr nichts erfahren und ich werde dafür sorgen, dass ihr mit niemandem reden könnt. Gämt, Feigling, nur beherrscht euch doch, Captain. Ihr könnt ja kaum gerade stehen, geschweige denn kämpfen. Hört mal, ihr habt mich absichtlich betrunken gemacht. Verratet mir alles, was ihr... mir alles und ich verschone euch. Lügt mich an und ich werde die Information anders aus euch herausbekommen. Oui, oui, ich rede schon. Die Bad namens Ossior soll Nachschub an Waffen auf diese Insel bringen, damit wir die gesamte Insel sichern können. Ich habe gehört, dass sie im Hafen von Flaille de Fleur liegt. Der Captain der Ossior wartet am Dock auf seinen Geleitschutz. Wird die Bark im Hafen bleiben, bis der Geleitschutz eintrifft? Oui, ich denke doch, mehr weiß ich nicht. Er hat mir gesagt, was ich wissen muss. Ihr könnt gehen. Nee, wir töten ihn nicht. Ich finde ihn... Ja, komm. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Wir verziehen uns lieber. Eigentlich müssten sie jetzt Bescheid wissen. Vielleicht war es wirklich nicht so gut. Oh Gott. Oh, gerade noch rechtzeitig gezogen. Was zum Teufel? Scheiß Viecher. Was seid ihr denn für Kackratzen? Skelettaffen. Wow, wie schön. Hat mir noch gefehlt. Gibt's noch mehr von den Scheißviechern? Oh, da hinten steht noch einer. Und rechts. Oh Gott, das ist, hier wimmelt's von den Scheißviechern. Einer ist schon mal weg. Na komm doch hier, du kleiner Drecksack. Die Viecher. Den hier.
Doch. Noch mehr, was hinter uns kommt, vielleicht. Egal, weg hier. Oh, die müssen aus dem Verlies gekommen sein. Muss irgendwo ein Nest sein. Ach nee. Und dann schon noch euch. Aber mit euch werde ich auch noch fertig. So. Das sind ein bisschen viel auf einmal. Der hat uns erwischt. Böse. Au. Boah. Gutes Schwert. So, jetzt nur die richtige. Da geht's nach Greenford. Na gut, dann haben wir die Information. Ich glaube, was müssen wir jetzt dann machen? Ich werde mal schon nachschauen müssen, die eingenommene Stadt erkunden. Alles verlief, wie ich gehofft hatte. Als ich drohte, ihn umzubringen, verriet ihm mir der betrunkene Massoni, dass sich die Bank Ausson im Namen von Flaille de Fleur befindet. Die Bank soll die Franzosen mit Munition versorgen. Allerdings wird sie erst in See stechen, wenn man eine Eskorte für sie gefunden hat. Sollte ich Salhard informieren oder einfach nach Flaille de Fleur segeln und auf eigene Faust nachforschen? Aber wir können uns jetzt das aussuchen. Vielleicht werden wir das. Wir werden da einfach selber schauen, dass wir anlegen. Keine Gegner, so ist das schön. So mag ich das. Und da hinten ist schon die Stadt. Na gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle soll es das für die Folge gewesen sein. Wir werden in der nächsten Folge mal weiterschauen, ob es auf Oxbay noch einen oder anderen Dschungelpfad gibt. Oder, ja, nee, das machen wir jetzt noch, ob es einen zweiten Ausgang aus Greenford gibt, weil sonst sollten wir wirklich alles erkundet haben. Ich dachte, beim Gefängnis wäre noch einer, aber ich kann mich auch sehr schwer getäuscht haben. Aber ist nicht so viel schlimm. Ja. Hier gibt es tatsächlich noch einen zweiten Ausgang. Schau einer an. Na gut, den werden wir uns dann in der nächsten Folge genauer begutachten, wo es dahin geht. Und ich schätze mal, ja, ich weiß es nicht, es wird hoffentlich nicht so lang dauern. Aber das werden wir dann schon sehen. Und dann wünsche ich euch noch einen geschmeidigen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!